Ich bin auf dem Bremen Hauptbahnhof und heute hier zum Dahner Felsenland hinfahren. Hier runter zum Rheinland-Pfalz. Warte, guck mal. Marv kommt hier vor uns hier. Der kommt mit. Und wir treffen uns heute mit Helmut. Und hier. Der mit diesem Schmierzug, da werden wir heute einsteigen. Jetzt. So, wir sind hier in diesem Zug drin. Und guck mal. Das ist hier. Das ist das Ding. Der fährt bis nach Zürich durch und über Mannheim. Das heißt, wir haben kein einziges Mal müssen wir umsteigen oder so. Das heißt, wir sitzen bis Mannheim hier die ganze Zeit fest. Und wenn wir später in Mannheim angekommen sind, dann Helmut treffen, dann Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen und dann weiterfahren bis zum Felsenland. Aber ich bin voll müde. Ich habe schon wieder letzte Nacht viel zu wenig geschlafen gehabt. Aber ich saß bis tief in der Nacht am Schnitt dran. Aber ich musste für euch mit Content versorgen, währenddessen wir unterwegs sind. Und ich musste heute Morgen extra früh aufstehen, weil ich heute Morgen auch noch so einen Schornsteinfeger-Termin hatte. Da hat sich dieser Schornsteinfeger auch noch so richtig in die Länge gezogen. Der Schornsteinfeger-Termin. Also als ich kurz davor war, die Straßenbahn nicht zu bekommen. Das war wirklich knapp gewesen heute Morgen. Aber egal, jetzt sind wir hier im Zug drin und jetzt dahin fahren. Und darauf ein Käsebrötchen fressen. Dieser Käsebrötchen, den habe ich ganz spontan beim Bahnhof gekauft. So richtig flüchtig. Aber ich habe da nicht so viel Zeit gehabt. Das ist mein erster Frühstück für heute. Guck mal, da hinten ist Berglandschaft. Da hinten ist noch mehr Berglandschaft. Da hinten ist auch Berglandschaft. Wisst ihr, was an diesem Zug voll cool ist? Dieser Zug, das ist ein Bierzug. Geprost. Das heißt, die Bahnfahrt, die dauert nicht mehr so lang. Die geht dann viel schneller rum. Ja, ja, wir sind am vordersten Waggon. Genau hier haben wir uns hingepflanzt. Also guck mal, das habe ich noch gar nicht erzählt gehabt. Und zwar, wir sind um 7.44 Uhr von Bremen abgefahren und sollten 13.21 Uhr ankommen. Also sprich, 5 Stunden und 37 Minuten laut diesem Fahrplan. Aber dieser Zug hat leichte Verspätung. Das heißt, wir kommen ein paar Minuten verspätet an. Wir fahren jetzt durch Köln durch. Und wir sind jetzt gerade hier bei dieser Brücke da, wo diese ganzen Schlösser da dranhängen. Wunderschöne Grüße an Outdoor mit Sebastian. Und hier, da drüben, hinter mir. Das könnte vielleicht dieser Bogen sein. Jetzt versperrt dieser Dach vom Bahnhof das Ganze. Aber ich habe euch trotzdem kurz den Dom gezeigt. Weil wir sind jetzt bei diesem Hauptbahnhof in Köln. Und darauf, dass wir jetzt gerade durch Köln durchfahren, werde ich darauf noch ein Bier trinken. Geprost. Und guck mal. Dieser Zug hat voll cool Temperaturen. Das heißt, ich habe mein Bierpower vor mir schon wieder an heute. Meine rötlichen. Extra für die Bahnfahrt. Guck mal, da drüben ist Berglandschaft.
Da drüben ist auch Berglandschaft. Da drüben ist noch mehr Berglandschaft. Da hinten, da ist auch Berglandschaft. Da drüben ist ganz viel Berglandschaft. Berglandschaft. Dieser Zug, der nervt mich. Ich will Berglandschaft sehen. Das ist schwierig. So, wir haben jetzt noch 2 Stunden vor uns, bis wir in Mannheim reingekommen sind. Und ja, ein letztes Wartebier bis dahin. Nein, den habe ich auch schon wieder abgestellt bei einem Mitarbeiter, wie heißt er, den italienischen Namen. Ich habe meinen Bauch voll gespritzt. Das mag ich. Ja, so, so war es. Jetzt ist mein Bier-Power-Shirt ein bisschen bekleckert. Guck mal, hier vorne sind voll viel dieser voll alte Waggons und Loks und sowas. Deutsche Bahnmuseum ist das. Ist auch noch 1,5 Stunden. Oder nee, noch weniger als 1,5 Stunden. Und dann sind wir in Mannheim angekommen. Da, wo wir uns mit Helmut treffen. Und Marvin hat noch ein Bier dabei. Das hier ist jetzt das letzte Hinwegsbier. Warte, wie wir da angekommen. Guck mal, wir sind bei diesem Mannheim angekommen. Mannheim Hauptbahnhof. Und jetzt laufen wir zu diesem Rewe hinlang. Genau da, wo sich gerade Helmut befindet. Da laufen wir jetzt lang, um ihn zu treffen und um dann weiter zum Felsenland, Dana Felsenland hinzufahren. Wir sind jetzt in Mannheim reingelaufen und hier, wir haben Helmut gefunden. Jawohl, Prost. 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 Helmut, ich bedanke mich für das Ticket. Ja klar, logisch. Das wird auf jeden Fall eine voll cool Tour werden. Wir sind jetzt hier bei diesem Rewe angekommen und jetzt werden wir Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Wir haben gerade Bier und noch mehr Sachen gekauft und hier eingepackt. Und jetzt laufen wir wieder zurück zum Bahnhof, um dort mit dem Zug weiterzufahren. Hey, oh Scheiße. Hier, Marvins seine Halterung vom Mikrofon ist kaputt gegangen. Das ist richtig widerlich und ekelhaft. Weiter geht's? Ja. Weiter geht's. Wir sind am Bahnhof und hier, der Zug ist angekommen. Helmut holt noch Fahrkarten und dann steigen wir hier ein. Unser nächster Zug ist angekommen. Wir steigen jetzt hier ein. Achso, diese Ortschaft, wo wir jetzt gerade umgestiegen sind, heißt Neustadt. Und jetzt fahren wir nach dahin. Wohin fahren? Wir sind gerade hier in Landau umgestiegen. Genau, das ist unsere Umsteigehaltestelle. Von jetzt. Ja. Guck mal, wir haben jetzt 17.06 Uhr, wie das da drüben steht. Und 17.10 Uhr fährt der nächste Bus nach dahin, wo wir hin müssen. Und deswegen warten wir jetzt 4 Minuten lang hier. Also seit der Aufnahme von jetzt. Wir haben noch viel länger gewartet hier. Und wir fahren jetzt dahin, wo wir hin müssen. Und der nächste Umsteigbus, der ist gerade weggefahren und deswegen müssen wir eine ganze Stunde hier warten. Bus ist angekommen. Wir gehen jetzt da rein. So, wir sitzen jetzt hier in diesem Bus drin. Jawohl, wir kommen fast an bei Reichenbach. Es wird einfach eine super Tour bis zur Burgruine. Ja, Prost! Jägertee!
Und jetzt Schlampott. Ja. So einmal kurz aufkochen, dann ist super der Jägertee. Unser Alkohol ist fertig. Meine Tasche ist umgekippt. Man läuft hier weiter und so weiter. Die ganzen Berge hoch. Ui. Hast du? Ja, ungefähr. Okay. Los. Ah ja, hier ist wegen Schwierigkeit. Also. Ja, jetzt wird die letzte Karre getragen. Ah, hier. Okay, bereit? Genau, so ungefähr. Wir laufen jetzt durch diese Felsformation mit diesen ganzen Treppen und so weiter. Genau. Das machen wir jetzt gerade. Hier, guck mal. Wir sind hier in so einer Feuerkuhle. Und wir werden heute hier pennen, glaube ich. So ungefähr. Wir sind auf so einem Fels drauf. Burgruine sind. Burgruine heißt das. Und gleich, wenn Helmut das zersägt hat, also vollständig, machen wir dein Hobo an. Dann machen wir das Hobo an. Kurzknochen gebrochen. Es wird hier, wie heißt das nochmal, Spiritus reingekippt. Und genau, jetzt wurde hier Feuer hinzugegeben. Und jetzt sieht das genauso aus, wie das aussieht. Und wenn das noch mehr genauso aussieht, wie das aussieht, dann wird dieses Holzfarbene kleiner. Und wenn das Holzfarbene ein bisschen kleiner geworden ist, dann kann man da dieses Grillrost draufstellen. Und dann kann man da Fleisch drauf machen. Hier in diesen Plastik, Metall-Dings, da sind Kartoffeln drin. Und das wird jetzt gebraten. Jetzt geht's richtig los. Richtig. Mit richtig viel Werbung. Geil. Das ist voll geil. Das schmeckt voll cool. Das ist richtig geil. Ich mag das. Schmeckt voll lecker. Thank you.
Guten Morgen. Wir sind wach, glaube ich. Und hier drauf haben wir gepennt? So ungefähr. Hier auf diesen Fels hier drauf. Guck mal, da unten, da war eben gerade Marvin. Und er kommt jetzt hoch. Also hier über diese Treppe. Zu mir. Damit er hier auch Ausblick hat. Ich glaube, das ist dieser höchste Punkt von diesen Felsen hier. Warte, guck mal. Hier. Marvin, der kommt an. Ja. Der ist hochgelaufen. Ich war eben auf der Sonne. Unterm Suff von gestern ist das ganze Wasser verbrannt. Das heißt, wir haben gar kein Wasser mehr. Und wir packen jetzt ein und gehen zur nächsten Ortschaft. Da sollte es voraussichtlich keine Geschäfte geben. Aber vielleicht sowas wie eine Pizzeria oder sowas, wo wir Wasser herbekommen könnten. Vielleicht. Und ich habe jetzt richtig Durst. Ich hätte richtig Bock auf Spaghetti Bolognese. Das wollte ich gerade machen. Und auf Kaffee. Und ich habe auch Bock drauf, Zähne zu putzen. Und ohne Wasser ist das nicht möglich. Das ist voll scheiße. Ohne Wasser ist sehr schlecht. Ja. Das ist, man fühlt sich irgendwie voll schlapp. Aber egal, wir packen jetzt ein und gehen erstmal zur nächsten Ortschaft. Hoffentlich, dass man da irgendwie Wasser kriegt. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall was. Ja. Da gibt's eine Pizzeria, habe ich schon nachgeguckt im Internet. Ja. Und da gibt's auch Hotels, wo wir eine Flasche Wasser auffüllen können oder so. Das ist nicht das Problem. Jetzt müssen wir diesen schweren Wagen, genauso wie die anderen Wagen, hier runter schleppen. Und hier ist auch noch mehr Treppe und sowas. Und wenn wir da ganz unten angekommen sind, dann sind da hinten noch mehr Treppen. Da müssen wir hin. Ja, bis da ganz unten hin. Also da, wo... Ja, da müssen wir die ganzen Wege runtertragen. Hier, da oben, da haben wir gepennt. So langsam Dunkle kommt. Und wir sind auf der Suche nach hier, zu dieser nächsten Ortschaft, da wo vielleicht Wasser gibt. Und da sollte eine Pizzeria auch sein. Da kann man fressen. Genau. Kaufen. Und da sollte es auch einen Friedhof geben. Ein Friedhof, da gibt's auch immer normalerweise Wasser. Und da laufen wir jetzt durch diesen Wald dahin. Wir sind gerade so ein Weg mit Treppen und sowas runtergelaufen. Und viele Wurzeln und sowas. Manchmal ist der Wagen auch umgekippt. Aber jetzt haben wir erfolgreich diese Straße hier gefunden. Das heißt, wir laufen jetzt über diese Straße bis zur Ortschaft rein. Wir sind jetzt hier in dieser Ortschaft drin und wir suchen immer noch nach Wasser. Der durstet immer stärker. Ich habe langsam auch voll Bock auf Fressen. Wir haben eine Kirche gefunden.
Und es könnte sein, dass hier vielleicht beim Friedhof oder so Wasser sein könnte. Ich brauche dringend was zu trinken. Das ist ganz wichtig. Es war echt fertig, kein Wasser zu haben. Nee. Oh, Wasser gefunden. Endlich. Oh, das tut gut. Ja, ja. Hier, Geheimtipp. Wenn ihr auch mal irgendwie kein Wasser mehr da habt, oder es am Wasser mega mangelt, einfach zu einem Friedhof hingehen. In den allermeisten Fällen gibt es sowas hier. Also diese Dinger hier. Und in den allermeisten Fällen ist es auch Trinkwasser. Da ist das Wasser trinkbar. Die Wasserflasche ist aufgefüllt. Ich hatte nur eine einzige Wasserflasche noch da gehabt, die leer war, die habe ich aufgefüllt. Aber jetzt suchen wir nach dieser Pizzeria. Hier sollte eine Pizzeria sein. Und dort werden wir, ja, steckt mal noch mehr Wasser kaufen oder sowas. Und ich will auf jeden Fall eine Pizza fressen. So eine schöne Thunfischpizza. Ich habe Hunger. Hab ich voll Bock drauf. Es ist soweit. Ich habe endlich einen Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich endlich diesen nervigen, schweren Müllsack, der mich den ganzen Tag genervt hat, hier reinschmeißen. Und jetzt zu dorthin laufen, wo diese Pizzeria ist. Oh, Scheiße. Wir sind hier vor der Pizzeria und die hat geschlossen. Die hat zu. Und ich habe mich die ganze Zeit so derbe auf Pizza gefreut. Oh, Scheiße. Ich hab voll Hunger irgendwie. Mein Gehirn hat sich schon die ganze Zeit auf hier bereitgestellt, gleich so eine richtig geile Pizza zu fressen. Aber jetzt ist das, dass das geschlossen hat, das hat alles so richtig versaut. Das ist richtig widerlich. Ich hab voll Bock auf Thunfischpizza gerade. Ja, ich habe eben gerade eine gefragt gehabt, ob hier irgendwo ein Imbiss offen steht oder so. Und da gibt's kein Imbiss, was hier offen ist. Und das ist voll scheiße. Aber die hatte mir ein bisschen Wasser gegeben und Knäckebrot. Also ich habe ein Strich und ich glaube so eine Soße oder sowas. Das war ganz nett gewesen. Busenberg. Das Ding ist alt. Dieses Steinding hier. Und jetzt laufen wir zum nächsten Fels. Das wird unser Pennplatz dann sein. Busenberg steht hier neben. Einfach dran. Jetzt laufen wir dorthin, wo Marvin navigiert hat. Vielleicht finden wir dort einen Pennplatz. Wir laufen durch so ein Waldstück durch. Und guck mal, hier geht das tief runter und sowas. Und ich bin gerade so ein bisschen weggerutscht. Ich bin da fast mit meinem Wagen runtergefallen. Richtig geil. Guck mal, wir haben hier einen Pennplatz gefunden. Und zwar hier. Hier, das ist alles Felsen und sowas. Genau. Das geht nach da ganz oben irgendwie hoch. Und hier vorne ist Platz. Das heißt, wir werden heute hier unter diesen Felsen hier pennen. Ja, ja. Genau, also vermutlich wird das hier unser Pennplatz sein für heute Nacht.
dass wir uns hier unten hinpflanzen. Will ich auch so. Und wenn Regen kommt, dann tropft das irgendwie darunter. Dann müssen wir noch hier diesen Wagen von da unten hochziehen. Hochschieben. Es wird wieder anstrengend sein, aber egal, wir pennen hier irgendwie. Da vorne hockt Marvin. Ja. So, wir sitzen jetzt hier rum. Wir haben bereits schon einen Schlafplatz aufgebaut. Läuft. Und wir kochen eine Runde. Marvin macht sowas hier. Ich glaube, so ziemlich fast dasselbe wie ich. Ich mache diese Macaroni. Mit auch mit so einer Bolognese-Soße. Aber jetzt erstmal warten, bis hier Blasen kommen. Und dann kommt da erstmal Nudeln rein. Das wird gleich voll cool fressen sein. Ich habe voll Hunger. Aber langsam Dampf kommt. Das heißt, nicht mehr so lange. Nicht mehr so viel Zeit abwarten. Da kann ich diese Macaroni reinmachen. Das wird richtig geil. Mit dieser Bolognese. Ah ja, stimmt, das habe ich ja schon gezeigt. Diese Bolognese-Soße. Es bewegt sich. Das Wasser sieht genauso fertig aus wie mein Kopf. Also breit genug, um jetzt diese Spaghetti reinzumachen. Die Nudeln sind drin. Und jetzt warten, bis die diese Form annimmt, die ich in meinem Kopf drin habe. Die ich mir so erdacht habe. Das passiert gleich. Die Nudeln, die sind so gut wie fertig. Und jetzt warten, bis hier Blasen kommen. Und ja. Achso, meine Pappteller sind auch verbrannt. Deswegen hat mir Marvin hier diesen Teller hier ausgeliehen. Damit ich... Das nehmen wir, wenn du möchtest. Ich glaube, ich nehme das hier. Okay. Genau, damit ich nur, wie heißt das Ding? Macaroni mit Bolognese auf dem Teller drauf essen kann. So, Friessen ist fertig. Ja, Pasta mit Bolognese kommt immer gut. Ist richtig geil. Marvin, seine Isomatte, hat ein Loch. Das heißt, dass er versucht, das jetzt dazu reparieren. Mit diesem Klebeband. Ja, vielleicht hält das ein bisschen. Wir haben gerade aufgegessen und wir haben noch ein bisschen Rest Jägermeister dabei. Das ist noch von gestern. Und bevor wir jetzt pennen gehen, wobei Helmut, der pennt schon, aber wir stoßen das mal drauf an. In die Flasche. Ich habe keinen kurzen. Geprost. Geprost. Lecker. Ja. Gestern hatten wir auf jeden Fall ordentlich Jägermeister gesoffen. Ja. Da waren wir schön besoffen gewesen. Aber jetzt pennen wir hier unter diesen Felsen. Hier vorne ist so eine Vollfettkreuzung mit ganz viel Verkehr und sowas. Das nervt rum. Ich will hier in Natur hinkommen. Hier, weil da Gleisen sind, fährt da gleich ein Zug dahin. Also hierhin. Der hält dann hier.
Also ein Straßenbahn, ja genau, das heißt das.